Moin Leute, was geht ab? Euer Clipper wieder am Start mit einem neuen CS2-Video. Es ist ja jetzt soweit, es ist released worden mit allem drum und dran und wir werden uns den Skins angucken, denn da hat sich vieles, vieles verändert. Positiv, aber auch sehr viel negativ leider. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Uiui, habe ich mir gedacht, was ist das? So, ich weiß nicht genau, wo wir jetzt anfangen sollen. Ja, wir fangen einfach mit der Silver an, hier mit der MAC-10, die ich habe. Die ist ein bisschen dunkler jetzt geworden. Nicht mehr so shiny, ein paar Kratzer drin. Gut, hat sich jetzt nicht krass verändert. Ist okay. Dann meine Purple DD-Pad. Sieht genauso aus wie vorher. Natürlich auch ein paar Kratzer, weil es jetzt kein absoluter perfekter Float ist. Sieht aber okay aus. Aber wir sehen hier die P250 Whiteout, die richtig gut aussah. Was ist passiert? Alter, ist die abgeranzt. Die sah sogar in CSGO noch besser aus. Was ist passiert? Das ist krank. Das macht mich ein bisschen traurig, weil, ja, das war auch ein Playskin, den ich sehr, sehr lange gespielt habe. Und in CSGO sah die sogar noch besser aus. Holy shit. Also, es gibt viele, viele Downgrades. Hier, die sieht nochmal gleich gut aus. Auch mit dem grünen Scope. Perfekt. Die Hot Rod sieht auch noch immer gut aus. Ein paar Kratzer hier oben. CSGO war ja Kratzer überall eigentlich gefühlt. Hier geht es noch. Aber es ist schade, dass sie das rausgenommen haben. Weil ich habe auch schon Sachen verkauft schon. Ich hatte eine Glock Sand Dune hatte ich mir gekauft. Minimal Wear sah sehr, sehr gut aus. Die habe ich jetzt verkauft, weil einfach so viele Kratzer drin waren. Crazy einfach. Und ja, hier auch vorne Kratzer auf einmal. War in CSGO nie so. Ist ja auch Factory New, aber sind trotzdem Kratzer drin. Hier bei meiner Glock ist, war auch jahrelang Factory New. Sah immer gut aus, keine Kratzer. Und jetzt hier hinten komplett zerkratzt. Hier zerkratzt, da zerkratzt. Was ist das? Das ist eine Factory New Glock Candy Apple, die nie zerkratzt war, in CSGO nie zerkratzt war. Jetzt komplett hinten zerkratzt. Und das Namensschild wurde noch immer nicht geändert. Also, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ob ihr was gemerkt habt und so, ne? Hier auch. Das ist noch okay. Die geht noch völlig, völlig voll klar. Sind ein paar Kratzer drin, die vorher nicht drin waren. Puh, hier auch bei meiner Stainless, die ist komplett dunkler geworden, was aber einen nicen Effekt hat, muss ich sagen. Das ist ein kleines Upgrade, passt wirklich gut zu der Waffe und auch zu dem Sticker. Ja, es ist crazy. Auch hier komplett dunkel geworden. War vorher voll shiny und so. Ist jetzt wirklich komplett dunkel geworden. Hier auch meine Faded Zebra, die ich ja letztens gekauft habe, mit dem Holo-Sticker drauf von Complexity Katowice 2014. Die Waffe war viel, viel heller, ist jetzt dunkler geworden, ist aber für mich gesehen ein Upgrade, weil beide rote Sticker jetzt viel mehr rausstechen. So, ne? Fand ich sehr, sehr nice. Ja, es ist aber trotzdem krass, wie sich verschiedene Sachen wirklich krass verändert haben. Gut, die ist immer zerkratzt. Ja, es ist crazy. Hier, da habe ich mich auch drauf gefreut. Die ist noch gut. Sind auch ein paar Kratzer hier vorne, aber durch den Skin, weil der so dunkel ist, sieht man die kaum. Auch die Sticker noch immer geil. Kann man jetzt vielleicht hier den drehen? Nee, die kann man noch immer nicht drehen. Oh, wie sieht die hier aus? Ja. Da waren auch mal weniger Kratzer drauf. Oh, crazy, Alter. Boah, Bruder. Die ist schon noch krass gedroppt jetzt im Preis. Die hat mal 350 € gekostet. Boah. Also, boah. Ich weiß nicht. Es ist ja schön und gut, dass jetzt CS2 da ist, mit allem drum und dran. Aber was die mit den Skins gemacht haben, boah. Okay, das sieht auch nochmal gut aus. Die ist auch komplett dunkel geworden. Auch crazy, crazy, crazy.
War am Anfang, als ich gekauft habe, komplett hell. Jetzt dunkler, finde ich zwar auch besser, aber man sieht halt auch die Kratzer, ne? Also, crazy. Ich weiß nicht, bei verschiedenen, ich weiß nicht. Auch hier, der Sticker, der wurde auch nochmal nicht geändert, Mann. Der war so gut platziert. Und, ach, Mann. Die ist auch gefühlt heller geworden. Hat aber einen guten Effekt. Also, da kann man nicht meckern. Die sieht wirklich gut aus. Weil ich bin auch gespannt, wenn so eine... Ja, okay. Ja. Wie sieht die hier aus? Die ist ja auch nur Minimalwear. Gut, hier unten ein paar Kratzer. Geht aber noch völlig klar. Puh, Freunde. Ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Auch meine Orion. Boah, hinten, komplett da, unten orange, komplett weg. Hier auch weg. Puh. Uiuiui. Also ich weiß nicht. Der Sticker hat auch ein Upgrade bekommen. Boah. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt dazu sagen soll. Das ist krass. Krass. Ja gut, die Kratzer waren schon vorher da. Ist trotzdem ein Upgrade gewesen. Halt dieses funkelnde Blau ist trotzdem noch mal hier. Ja, geht auch noch voll klar. Die ist auch komplett dunkel. Uiuiui, was ist hier passiert? Die ist ja richtig dunkel geworden. Holy shit. Oben alles zerkratzt. What? Okay, crazy. Ja, hier ist der neue Pin. Ja, auch sehr nice. Sehr nostalgisch, 2012 bis 2023. Crazy. Ja, die Goldsticker haben einen kleinen Upgrade bekommen. Die funkeln jetzt ein bisschen mehr als vorher. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Aber ich muss sagen, verschiedene Sachen. Ja, hier sieht man am besten auch. Da sieht man den Hintergrund jetzt noch besser beim Goldsticker als vorher. Ja, verschiedene Sachen sind wirklich gut. Andere sind nicht so super. Auch hier ein neues Icon für die Handschuhe. Oh, was ist mit der passiert? Holy, die sieht ja aus, wie wenn die Battlescard wäre. Das ist ein komplett Factory Newer Skin. Der sieht einfach komplett dunkel aus. Holy shit. Holy. Okay, der sieht wenigstens noch mal gut aus. Aber trotzdem, holy, der ist auch dunkler geworden. Puh, Freunde, ich weiß nicht. Auch hier nicht mehr so shiny das Ganze. Das ist noch okay. Das ist geblieben. Hier bin ich sehr zufrieden. Hier sieht man keine Kratzer, weil es nur Minimal Wear ist. Man hat hier oben nur diesen einen kleinen Scratch. Damit bin ich sehr zufrieden, weil da hatte ich ein bisschen Angst, dass es passiert, dass es komplett abgekratzt ist. Weil in CSGO hat man mehr Kratzer gesehen an dem Knife hier. Das hat sich dann nicht geändert, Gott sei Dank. Auch hier ist auch nicht mehr so shiny. Ist aber vollkommen okay. Auch hier, well worn, komplett dunkel jetzt auf einmal. Crazy. Sieht zwar noch immer gut aus, aber... Hier auch. Die ist ja komplett dunkel geworden. Aber sieht gut aus. Guck, die hat nochmal einen Schimmer mitten in der Mitte hier. Nice. Ist okay. Aber, verschiedene, guck hier, das hier ist eine richtig gute. 0,007. Keine Kratzer, sieht gut aus. Ist zwar ein Golden Koi, aber sieht gut aus. Und andere Factory News, einfach komplett zerkratzt. Sieht auch nochmal gut aus. Hier, guck, da ist das Namensschild noch immer normal. Wieso kann das nicht bei dem anderen so sein? Und das ist, warte, was ist das da? 0,06, okay. Wo war jetzt die 0,06?
0,03 und dann sieht die so kratzerkratzer aus. What? What? Was läuft hier falsch gerade? Komisch. Einfach nur komisch. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ach, crazy. Also, ja, was soll ich sagen? Was soll ich noch dazu sagen? Also, schön und gut, dass jetzt CS2 da ist, aber verschiedene Sachen, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder wie es euch so ergangen ist mit den ganzen Updates, Upgrades, Downgrades. Ja, ich bin mal gespannt, was da so rauskommt. Oder wenn ich bei anderen Leuten gucke. Ja, crazy. Crazy, crazy, crazy. Na gut, dann würde ich sagen, das war das Video für heute. Wir haben uns das Ganze jetzt angeguckt. Jetzt geht's mal in die nächsten Runden vielleicht mal gucken. Und ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschaußen.